sieht täuschend echt aus, das iPhone, das die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt hat, weil es in Wahrheit eine Waffe ist. Foto: Robert Gongol München, sieht aus wie ein Handy. Ist aber eine Waffe. Auch der braune Ledergürtel ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Die Staatsanwaltschaft München I präsentierte jetzt kuriose Beweismittel aus ihrer Asservatenkammer. Raten Sie mal, was sich hinter diesen Gegenständen verbirgt. Auf den ersten Blick harmlos, ein brauner Ledergürtel. Doch der Reißverschluss ist ein Versteck für Drogen. Foto: Robert Gongol. Und die Schnalle ein verborgenes Messer. Aufschrift: Rambo. Foto: Robert Gongol. Der Gürtel diente einem Drogendealer als Arbeitswerkzeug. Das Tragen von versteckten Waffen ist grundsätzlich illegal. Ein überdimensionaler Lippenstift und ein iPhone? Falsch. Foto: Robert Gongol. Es handelt sich um getarnte Elektroschocker. Foto: Robert Gongol. Handy und Lippenstift sollten weder Ohr noch Lippen berühren. Es sind getarnte Elektroschocker. Pepsi und Sprite, für den Laien unverdächtig. Doch. Foto: Robert Gongol. Der Deckel lässt sich abschrauben. Ein Drogenversteck. Foto: Robert Gongol. Diese Softdrinkdosen sind genauso schwer wie echte. Doch darin war keine Coke, sondern eher Kokain, sie dienten einem Kurier als Drogenversteck. Der Deckel wurde sorgsam abgesägt, die Dose innen verstärkt. Eins haben alle Konstruktionen gemeinsam, sie waren nicht trickreich genug, um Münchner Ermittlern zu entgehen. Die Staatsanwaltschaft hat alle einkassiert. Mehr aktuelle News aus München und Umgebung lesen Sie hier auf münchen.bild.de. Sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild München? Teilen, Twittern, teilen auf Google Plus, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.